Ja, und bei uns hängt sich diese ganze Debatte an dem Begriff Mohren auf. Und wo kommt der eigentlich her? Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Albrecht Plevin hier vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Schönen guten Abend. Guten Abend. Woher kommt der Begriff Mohr? Die Begriffsgeschichte des Wortes Mohr ist relativ schnell erzählt. Der Mohr ist ja eine europäische Figur, die uns zunächst begegnet im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, vor allen Dingen in der Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum im südlichen Mittelmeerraum. Dort geht es tatsächlich darum, den Mohr als militärischen Gegner, als Feind zu erleben. Und erst im Laufe des 17. Jahrhunderts fand dann eine Überformung im Zuge der europäischen Kolonialgeschichte statt. Und die ist dann ganz klar rassistisch grundiert. Wir haben dann in einem zweiten Schritt in der Phase der deutschen Kolonialgeschichte, die ja relativ kurz war, Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, eine Folklorisierung des Mohren, in dem der Mohr dann als Werbeträger eingesetzt wird für Kaffee, für Kakao und ähnliche Dinge und eben auch zum Beispiel für Gasthausnamen, für Apothekennamen und so etwas herhalten muss und eine Art als Werbeträger eben eine Art von Folklore-Signal sendet. Auch das entstammt natürlich diesem eigentlich rassistischen, kolonialistischen Diskurs. Die Frage ist, inwieweit das für heute noch trägt. Denn in heutiger Zeit ist das Wort Mohr aus dem alltäglichen Sprachgebrauch ja praktisch verschwunden. Also Sie sagen es, wir haben es bei Apotheken oder Wirtsnamen beispielsweise, aber eben nicht mehr im Sprachgebrauch. Also sollten wir diese Debatte gar nicht darüber führen, ob wir das Wort Mohr noch benutzen dürfen? Naja, dass der Mohr aus dem alltäglichen Sprachgebrauch verschwunden ist, ist das eine. Das ist ja sehr eindeutig. Sie würden ja niemals auf die Idee kommen, wenn Sie etwa ein Fußballspiel sich anschauen, zu sagen, oh, schau an, da spielt ein Mohr mit. Das ist vollkommen abwegig. Trotzdem transportiert er natürlich diese kolonialistischen und eigentlich rassistisch grundierten Klischees. Und insofern ist es gut und wichtig, dass darüber eine Debatte stattfindet. Und ich glaube, es ist auch vernünftig, wenn man es sich nicht so einfach macht, zu sagen, das ist alles lächerlich, die Diskussion müssen wir nicht führen. Wir müssen die Diskussion führen. Allerdings ist das Ergebnis natürlich offen. Die Frage ist, ob man sich einen Gefallen tut, wenn man alles, was an der Geschichte problematisch ist, tilgt, aus dem öffentlichen Raum tilgt, oder ob nicht eigentlich auch eine Gesellschaft imstande sein muss, so etwas auszuhalten mit entsprechenden Instruktionen, ob nicht beispielsweise im Falle des Gasthaus zum Mohren eine instruierende Tafel oder ähnliches eher den Dienst erweisen würde, den man haben möchte. Wie verfolgen Sie dann aktuell die Debatte, die wir hier haben, auch bei uns in der Region, vielleicht nicht nur als Sprachwissenschaftler? Na, wie gesagt, ich glaube, man muss schauen, dass man es sich nicht zu einfach macht. Man muss andererseits sehen, dass Menschen sehr empfindlich darauf reagieren, sprachliche Vorschriften gemacht zu bekommen. Niemand möchte sich diktieren lassen, wie er spricht. Das ist ein großes Problem. Wenn man Sprachdiktate ausspricht, dann verliert man oftmals auch die Gutmeinenden, auch die Wohlmeinenden, auch die, die eigentlich Interesse daran haben, eine öffentliche Debatte zu diesem Thema zu führen. Und wir sehen es beispielsweise ja an der Diskussion, die wir gerade in Berlin haben, wo die BVG angekündigt hat, den U-Bahnhof Mohrenstraße umzubenennen in Glinkerstraße und sich jetzt mit dem Hinweis leben muss, dass der Glinker, der ja ein russischer Komponist war, offenbar ein übler Antisemit war und damit vielleicht auch nicht der beste Gewährsmann für eine Straßenumbenennung. Das wird uns definitiv weiter verfolgen, glaube ich, diese Debatte. Dr. Albrecht Plevin, ja, herzlichen Dank. Ja, Dankeschön.